Hallo, mein Name ist Candy. Schaut mal, das bin ich. Das auch und auch hier. Aber bevor ich fortfahre, drückt bitte den Gefällt-mir-Button. Ich war ein sehr unsicheres Kind. Ich hatte eine Zahnspange, war dürr wie eine Stange und trug eine lächerliche Brille. Dahinter war meine innere Schönheit gut verborgen. Ich war auch sehr unsicher wegen meiner Sommersprossen. Schließlich sahen die Mädchen, die ich in Zeitschriften und Filmen sah, ganz anders aus. Sie hatten perfekte Haut und Körper. Mein einziger Freund war ein einohriges Kaninchen. Die anderen Kinder in meinem Kindergarten fanden ihn hässlich. Aber ich mochte, wie einzigartig er war. Aber ich finde, du bist der beste Mr. Pinky. Meine Eltern schickten mich in den Sommerferien in ein Lager an einen See. Ich blieb immer drin und ging jedem aus dem Weg. Das änderte sich, als Lukas im Lager ankam. Eines Tages las ich auf dem Pier und mein Kaninchen fiel ins Wasser. Oh nein, Mr. Pinky! Lukas sah, was passiert war und sprang sofort in den See, um das Spielzeug zu retten. Ich spürte Schmetterlinge in meinem Bauch und erkannte, dass ich verliebt war. Ich war plötzlich so schüchtern, dass ich kein Wort zu ihm sagen konnte. Am nächsten Tag war es Zeit für mich, das Lager zu verlassen und nach Hause zu fahren. Ich habe fest entschieden, dass ich mich verändern und Lukas für mich gewinnen würde. Ich verbrachte das Jahr damit, an mir zu arbeiten. Ich nahm meine Zahnspange ab, wechselte zu Kontaktlinsen, änderte meine Frisur und Kleidung und fing an, meine Sommersprossen mit Foundation abzudecken. Oh lala, wie ist dein Name, Hübsche? Diese Veränderungen haben mich selbstbewusster gemacht. Jetzt starrten mich Jungs voller Bewunderung an und fragten mich oft nach einem Date. Aber ich habe immer abgelehnt, weil ich nur an Lukas gedacht habe. Die Ferien kamen endlich und ich traf als neuer Mensch im Lager ein. Alle, die mich seit Jahren kannten, pfiffen überrascht. Wow, Candy, bist das wirklich du? Ich genoss die Aufmerksamkeit. Hat sich das so angefühlt, berühmt zu sein? Ich hatte viele Ratschläge, die ich jedem geben konnte. Bald näherte sich Lukas unserer lauten Gruppe. Wow, er war noch gutaussehender geworden und sah aus wie $1 Million. Lukas musterte mich interessiert von Kopf bis Fuß und lächelte verspielt. Wer bist du, schöne Fremde? Candy, erinnerst du dich nicht an mich? Na sicher, du bist das süße Mädchen mit dem rosa Kaninchen. Du siehst super aus. Am selben Abend bat er mich um ein Date. Wir fuhren bei Sonnenuntergang mit einem Boot und aßen Eis. Ich fühlte mich wie an der Spitze der Welt. Bereits am nächsten Tag begannen die Probleme. Auf dem Lagergelände gab es mehrere Lokale. In diesem Sommer eröffnete dort auch ein Subway. Ich beschloss, dort zu frühstücken und sah, wie Lukas mit dem Mädchen hinter der Kasse flirtete. Ich sah mir ihre lächerliche Frisur, ihre billigen Klamotten und ihr geschmackloses Make-up an und erkannte, dass dieses Mädchen mir nicht gewachsen war. Hallo Lukas, hast du Pläne für heute? Oh, hallo Candy. Das ist Marie. Wir haben gerade über einen Picknick am See gesprochen. Ein Picknick? Wisst ihr nicht, dass die Sonne schlecht für eure Haut ist? Komm schon, ich lade alle ein, das wird Spaß machen. Ich konnte die Gelegenheit nutzen, alle mal wieder mit meinem neuen Look zu beeindrucken, also stimmte ich zu. Ich genoss es, mit Komplimenten überhäuft zu werden, als dieses Subway-Mädchen auftauchte. Tut mir leid, dass ich zu spät komme, Leute, aber hey, ich habe meine Gitarre mitgebracht. Eine Gitarre? Sie hätte sich nicht die Mühe machen sollen. Ich wollte gerade wieder über Make-up-Produkte sprechen, als mir plötzlich klar wurde, dass meine begeisterten Fans nirgendwo zu sehen waren. Verzeihung. Lukas und die anderen versammelten sich um Marie und hörten ihrem Spiel zu. Als ihr schließlich die Lieder ausging, fing Marie an, uns verschiedene Geschichten zu erzählen. Alle hörten ihr mit angehaltenem Atem zu. Lukas sah sie an, als wäre Zendaya vor ihm. Ich hatte nicht die ganze Zeit damit verbracht, an mir selbst zu arbeiten, nur damit eine Subway-Mitarbeiterin alles ruiniert. Ich musste noch mehr scheinen, damit alle von meiner Unwiderstehlichkeit geblendet sein würden. Mit ein paar Klicks bestellte ich alles, was ich brauchte, und schon am nächsten Tag brachte mir ein Lieferbote neue Kleidung und Haarfärbemittel. Am Abend war ich fertig. Nennt mich Candy die Verwandlungsfee. Ich ging spazieren, aber das Lager war verdächtig ruhig. Haben Aliens alle entführt oder? Plötzlich sah ich eine Menge Leute auf dem Rasen. So viel dazu. Was war da los? Hat jemand kostenlose Pizza verschenkt? Ich kam näher und sah, dass Marie am Zentrum Tango-Unterricht gab. Mit Lukas als ihrem Partner. Das brachte mein Blut zum Kochen. Während ich alles tat, um Lukas zu beeindrucken, gefiel ihm Marie wie allen anderen auch. Wütend drehte ich mich um und beschloss, zurück in mein Zimmer zu gehen. Als ich unterwegs war, rief mir plötzlich eine Frau zu.
Entschuldige bitte, ich suche jemanden. Kennst du ein Mädchen namens Rita Smith? Sie zeigte mir ein Foto von einem Mädchen mit schwarzen Haaren. Es war verschwommen und ich konnte ihr Gesicht nicht richtig sehen. Jedenfalls kannte ich diesen Namen nicht. Nein, Sie sollten stattdessen einen der Erwachsenen fragen. Sie haben mir gesagt, dass es hier kein solches Mädchen gibt. Aber sie verändern meisterhaft ihr Aussehen und kann jeden austricksen. Wir haben lange nach ihr gesucht. Unsere Suche hat uns hierher geführt. Wow, das war so interessant. Ich wurde neugierig und wollte mehr über dieses Mädchen herausfinden, aber die Frau war bereits gegangen. Okay, was soll's. Ich würde sowieso zu Subway gehen. Ich hatte nichts gegessen, weil ich zu beschäftigt gewesen war, an meinem neuen Look zu arbeiten. Hey, ist hier jemand? Ihr Kunde wird gleich vor Hunger in Ohnmacht fallen. Es war niemand drin. Ich hätte gehen sollen, aber mein Magen knurrte erbärmlich und die Sandwiches schienen mich anzusehen und zu flüstern. Iss uns, Candy. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich nahm ein Schinken-Käse-Sandwich und ließ Geld dafür an der Kasse liegen. Aber ich war nicht vorsichtig genug und der Kassenbon fiel hinter die Theke. Verdammt, ich musste drüber klettern und auf den Boden hinknien. Da ist es, gefunden. Ich stand auf und ließ jemandes Handtasche fallen. Der Inhalt fiel heraus. Ich bemerkte einen Ausweis und hob ihn neugierig auf. Es war Maries. Wartet mal, was war das? In diesem Moment kam der Manager herein. Er sah mich hinter der Theke und hielt mich für eine Diebin. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Tun Sie das. Nicht wegen mir, sondern wegen Ihrer Mitarbeiterin. Der Mann war überrascht und ich lächelte selbstgefällig und zeigte ihm, dass Maries Foto in ihrem Ausweis über das Foto eines anderen Mädchens geklebt war. Marie hatte einen Job bekommen, indem sie das Dokument einer anderen Person benutzte. Ich wusste, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Ha! Der Manager rief sie an und forderte sie auf, sofort zur Arbeit zu kommen. Ich stand draußen und sah zu, wie sich das Drama entfaltete. Der Manager schrie und Marie hörte ihm schuldbewusst mit gesenktem Kopf zu. Am Ende sagte der Mann, dass er keine andere Wahl habe, als sie zu feuern, da sie einen falschen Ausweis vorgezeigt hatte. Okay, ich packe meine Sachen und verlasse das Lager. Sie tat mir ein wenig leid. Allerdings hatte ich hart an mir gearbeitet und es verdiente, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Candy 1, Marie 0. Haha. Meine Rivalin wurde eliminiert und das hob meine Stimmung höher als die New Yorker Wolkenkratzer. Jetzt würde Lucas mir gehören, ob es ihm gefiel oder nicht. Am Morgen ging ich in den Game Club, in dem sich alle gerne aufhielten. Seltsamerweise sahen alle aus, als hätten sie Zitronen gegessen. Was ist los, Leute? Weißt du es nicht? Marie wurde gefeuert und sie ging, ohne sich zu verabschieden. Ich hatte gehofft, ich würde ihren Namen nie wieder hören. Ich wollte gerade stolz verkünden, dass ich diejenige war, die die Hochstaplerin heldenhaft entlarvt hatte, aber dann begannen Lucas und die anderen, sie zu verteidigen. Ich bin sicher, jemand hat sie reingelegt, weil sie eifersüchtig war. Marie ist so charismatisch und verinteressant. Wie könnte jemand sie nicht mögen? Verdammt nochmal, ich musste den Mund halten. Wenn sie herausfinden würden, dass Marie wegen mir rausgeschmissen wurde, würden sie wütend werden. Alle redeten den ganzen unerträglich langen Tag über Marie. Oh, sie war so cool. Oh, das Leben im Camp war so langweilig ohne sie. Oh, ich bekam Schluck auf und meine Augen zuckten. Ich musste einen Weg finden, Lucas und alle anderen dazu zu bringen, diese Kellnerin zu vergessen. Ich beschloss, an diesem Wochenende eine Party auf dem Pier unter den Sternen zu schmeißen. Ich habe mir sogar einen neuen Look ausgedacht, um Lucas wieder zu beeindrucken. Diesmal wird er es besser zu schätzen wissen oder sonst. Am nächsten Tag bat ich ihn flirtend, mir zu helfen, alles für die Party vorzubereiten. Lucas sah immer noch elend aus. Er seufzte traurig, als er auf das Foto von sich und Marie starrte. Wenn sie hier wäre, würde sie die Party zum Leuchten bringen. Bitte tötet mich! Warum waren alle so besessen von ihr? Warum ist niemandem aufgefallen, dass ich wie ein Psycho jeden Tag mein Aussehen verändere? Ich riss ihm das Foto aus der Hand und zerknüllte es gereizt in meiner Faust. Warum tust du sowas? Er verstand nicht einmal, warum ich sauer war. Ich hatte es so satt. Sie wollten Marie? Ich würde ihnen Marie geben. Ich bekam die Erlaubnis und ging für einen Tag in die Stadt. Ich habe mich beim Einkaufen etwas beruhigt. Dann habe ich online einen guten Schönheitssalon gefunden und bin dorthin gegangen. Ich reichte einem Stylisten das zerknitterte Foto und zeigte auf Marie. Lass mich wie sie aussehen. Oh, du hast aber so schöne Haare. Bist du sicher, dass du sie abschneiden möchtest? Ich seufzte. Natürlich wollte ich meine Haare nicht schneiden, aber ich wollte wirklich, dass Lucas mich ansieht, wie er früher Marie angeschaut hat. Zumindest einmal. Mach es einfach. Während er an meinen Haaren arbeitete, langweilte ich mich und schaute aus dem Fenster.
Auf der anderen Straßenseite war ein Motel. Und ich sah Marie daneben. Sie sah sich um, als hätte sie Angst, dass jemand sie beobachten könnte und ging hinein. Wohnte sie jetzt dort? Bald war der Stylist fertig. Ich habe in den Spiegel geschaut und mich nicht wiedererkannt. Die Frisur, das Make-up und das Outfit. Ich war ein anderer Mensch geworden. Danke! Wow, du bist ein Zauberer! Das geht. Für Geld. Oh, natürlich. Hier. Ich rannte auf die Straße und hielt ein Taxi an. Es war schon ziemlich dunkel und die Party am Pier konnte gleich beginnen. Als wir vom Salon wegfuhren, schien es mir, als würde uns ein Auto folgen. Das war seltsam. Es folgte uns den ganzen Weg bis zum Lager und verschwand dann irgendwo. Beruhige dich, Candy. Du wirst paranoid. Ich bezahlte den Fahrer und eilte zur Party. Was hatte ich vor? Nun, ich wollte so tun, als wäre ich Marie und meine 5 Minuten rumgenießen. Es war dunkel und ich hoffte, niemand würde mich erkennen. Lucas bemerkte mich zuerst. Er rannte auf mich zu und umarmte mich so fest, dass meine Augen hervortraten. Alle schlossen sich ihm bald an. Marie, du bist zurück. Wie hast du das geschafft? Tja, der Manager sagte, er hätte einen Fehler gemacht und mich wieder eingestellt. Es war so langweilig hier ohne dich. Spiel für uns Gitarre. Jemand aus der Menge drückte mir das Instrument in die Hände. Ich nahm es unbeholfen. Wie ging das nochmal? Stimmt etwas nicht? Ich habe einfach keine Lust zu spielen. Lasst uns stattdessen Marshmallows rösten. Wir saßen um das Feuer herum und begannen zu plaudern. Wisst ihr, was ich hörte, hat mich fast zum Weinen gebracht. Ich bin so froh, dass Candy nicht hier ist. Sie ist so arrogant. Sie redet nur über sich. Ja, ich mochte sie früher. Es ist eine Schande, dass sie sich in eine Puppe mit einer Menge Make-up im Gesicht verwandelt hat. Was? Wie konnten sie das sagen? Wussten sie überhaupt, wie schwer es für mich war, mich selbst zu lieben? Ich war kurz davor, vor allen in Tränen auszubrechen, aber das war nicht das Schlimmste. Die Frau, die Rita gesucht hatte, sprang plötzlich aus dem Gebüsch, gefolgt von mehreren Männern. Ich habe sie erkannt. Sie waren meinem Taxi gefolgt. Aus irgendeinem Grund stürzten sie sich auf mich und nannten mich Rita Smith. Was war ihr Problem? Warte, Rita. Wir sind es leid, dich zu jagen. Ich bin nicht Rita. Weg von mir. Wir wissen alles. Du hast deine Frisur geändert und dich als Kellnerin namens Marie ausgegeben. Wir sind dir in die Stadt gefolgt. Ich wusste, dass du im Lager bleibst. Was ist los? Was wollen sie von ihr? Die Frau sagte Lukas grob, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Und dann sagte sie, dass Marie, die mit bürgerlichem Namen Rita hieß, aus einem Waisenhaus weggelaufen sei und sie sie zurückbringen würden. Das ist alles ein Missverständnis. Ich bin nicht Marie. Lassen Sie es mich erklären. Sie hörten nicht auf mich und versuchten, mich ins Auto zu ziehen. Aber dann kam Lukas ihnen in die Quere und ich bin abgehauen. Ich rannte zum Rand des Piers und merkte, dass ich mir einen besseren Plan einfallen lassen musste. Geh ins Wasser und schwimm zum Boot. Ich hatte keine besseren Ideen, also sprang ich in den See. Lukas ist mir gefolgt. Wir schwammen zum Boot und kletterten an Bord. Er sah mich fassungslos an. Sommersprossen! Du hast Sommersprossen! Mir wurde klar, dass meine Foundation abgewaschen war. Verdammt! Warte, Candy, bist du das? Ich hatte keine andere Wahl, als ihm die Wahrheit zu sagen. Da er mich erkannte. Wow, das hatte mir eine Lektion erteilt. Lukas war sauer auf mich, weil ich Marie verpetzt und mich für sie ausgegeben hatte. Früher warst du so ein süßes Mädchen mit coolen Sommersprossen und einem dummen Hasen. Warum bist du so besessen von deinem Aussehen? Ich wollte, dass du und alle anderen mich mögen. Machen dich Sommersprossen oder eine altmodische Frisur unsympathisch? Entscheidend ist, wie dein Inneres aussieht. Er hatte recht. Ich erinnerte mich an meinen Hasen. Er hatte ein Ohr, aber das machte ihn einzigartig. Egal wie ich mein Aussehen veränderte, alle liebten Marie, weil sie interessant war. Lukas sah die Frau und ihr Handlanger an, die uns vom Pier wütend zuwinkten, und sagte, dass wir die echte Marie finden müssen, damit sie mich in Ruhe lassen würden. Na sicher. Ich erzählte Lukas von dem Motel, in dem ich Marie gesehen hatte. Wir schwammen zum gegenüberliegenden Ufer und fuhren dorthin. Wir kamen gerade noch rechtzeitig an. Marie verließ ihr Zimmer mit einem Koffer und hatte offensichtlich vor, wieder wegzulaufen. Bleib sofort stehen! Candy? Warum siehst du aus wie ich? Das ist eine lange Geschichte. Ein paar Leute aus dem Waisenhaus sahen dich und du musst mitkommen, sonst lassen die mich nicht in Ruhe. Auf keinen Fall! Das ist... Okay, hör zu. Es stellte sich heraus, dass sie wirklich Rita hieß. Sie sagte, dass sie seit dem Tod ihrer reichen Eltern im Waisenhaus lebte. Jetzt wollten einige schlechte Leute sie adoptieren, um ihr Erbe in die Hände zu bekommen. Rita sollte es nach der Volljährigkeit bekommen. Deshalb würde sie weglaufen. Ich habe mich lange versteckt, mein Aussehen und meinen Namen geändert. Ich suchte meine Oma.
Sie wird das Sorgerecht für mich übernehmen und ich muss nicht an diesen schrecklichen Ort zurück. Wow, sie hatte so viel durchgemacht. Dann fuhren diese lästigen Betrüger zum Motel. Oh, ich hatte die Nase voll von ihnen. Sie stiegen aus dem Auto und waren überrascht, zwei Ritas zu sehen. Wer von euch ist die echte? Rita und ich wechselten einen verstohlenen Blick und rannten in entgegengesetzte Richtung. Die Handlanger der bösen Dame zögerten, trennten sich dann aber und rannten hinter uns her. Ich wusste nicht, wo Lucas war. Verdammt, ich könnte wirklich seine Hilfe gebrauchen. Ich war keine gute Läuferin, aber bald war ich erschöpft. Ich ging in eine Gasse, um zu Atem zu kommen. Leider war mir einer der Helfer dieser Hexe gefolgt. Oh nein, er kam auf mich zu. Aber dann hörten wir Sirenen. Lucas und die Cops stiegen aus einem Polizeiauto. Die Polizisten legten dem Mann Handschellen an und steckten ihn in ihr Auto. Lucas rannte auf mich zu und umarmte mich. Candy, geht es dir gut? Es stellte sich heraus, dass er, während Rita und ich weggelaufen waren, zu einer Polizeiwache kam und ihnen alles erzählte. So wurden die Verbrecher gefasst und Rita traf schließlich ihre Oma. Wir blieben in Kontakt und wollen uns nächsten Sommer wieder im Camp treffen. Es ist leicht, sich zu verlieren, während man versucht, perfekt auszusehen. Das mache ich nicht mehr. Ich möchte nur Candy sein, ein Mädchen mit coolen Sommersprossen. Als ich aufhörte, so zu tun, als wäre ich jemand anderes, mochte Lucas mich wieder. Ich weiß, dass die Ferien vorbei sind, aber das mit uns fängt gerade erst an, richtig? Sagt mir, was an eurem Aussehen macht euch einzigartig?